Was hat denn der für eine komische Mundbewegung? Ach, natürlich muss der ja diese Manga-Scheiße angucken. Oh, Anime sind so toll. Mr. Raiden, Sir? Oh. Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here. ich verstehe gerade gar nichts, aber egal. Hi there, stranger. Hey. You're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Jake? Good boy. I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. Wer ist denn das Mädchen jetzt? Ich habe irgendwie gar keinen Plan mehr. So exactly what kind of... You'll see. Ja, genau. Das Mädchen hat das Ding gebaut. Alles klar. It uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey. Thanks, Sonny. Sunny. Sunny Bunny. The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no smoking flight. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! Ich kann mit diesem Anime-Zeug überhaupt nichts anfangen. Sorry für die Anime- und Manga-Fans, aber ey. Ich finde das einfach nur bescheuert, ganz ehrlich. Naja, jedem das eine. Jabahazabad Militärbasis, Pakistan. Okay, gut gelandet. Place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Yeah! Gehen wir mal rein in die gute Stube. Ach, da kommt schon das erste Auto angefahren. Die wollten aber nichts von uns. Hallo, Freunde! Ahem.
Wir haben noch keine Ahnung, wie wir die Druckwelle benutzen können. Den neuen Move da. Wieder einen Kampf fragen. You see that? Doktor wieder, oder? Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. Alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado Marshall connection... Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. 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 I'm heading to the control tower. Gibt's so ein Lied. Das ist ein 80er. The US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Ja. Sam's gone. And I blew the wind. Kann ich jetzt weiter? Mein Gott, ey. Die mal viel labern müssen hier. Boah, lass mal weiter rein hier. Was? Nicht veräppeln? Natürlich muss ich die töten. Aua. Eine Idee. Na, eine coole Tonne, wo ist sie denn? Lalalala. Mal ein bisschen sneaky Action wieder hier. Aber sehr kurzsichtig, die KI-Leute. Der dahin hätte mich eigentlich sehen müssen. Naja, umso besser. Lalalala. Müssen wir da hoch oder was? Ach nö. Ach, dieser Ninja-Lauf, ne? Der ist manchmal so hektisch. Sau schwer zu steuern. Wo muss ich denn hin? Lalalala. Ich bin nur eine Tonne. Okay, ich bin keine Tonne. Was ist das denn? Ich veräppeln? Ach Gott. Jo, falsche Richtung, aber egal. Alles erstmal schön liegen. Bleib liegen, ist gesünder für dich, mein Freund. Wie viel die aushalten, ist der Hammer. Was denn? Hallo? Ich jetzt mal weiter.
Nein. Unser Wuff-Wuff ist kaputt. Wolf. Was kommt jetzt schon wieder für ein Boss? Willst du mich verarschen? Ja, jetzt kann er auf einmal voll hoch springen, weißt du, aber wenn ich kämpfe, springt er nur einen Meter hoch. Genau. Dass die Japaner immer noch einen draufsetzen müssen, ne? Ist der Hammer. Nein. Die Bosse sind ja nicht schwer genug, da muss ja jetzt noch so ein Ober-Oschi-Mega-Monster-Typ kommen. Atombombe drauf und tschüss. Ende Gelände. Well, if it isn't Saucy Jack. Just a little too late. As usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Raiden, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Tolle Geräusche beim Rumfuchteln. Typisch asiatisch wieder. Geil. Bruce Lee oder was? We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession has been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? DMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs,
madman. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. Oh Gott, wie viele Fails wird der Boss wieder haben, ey. Zu viele wahrscheinlich. Aber man muss ja bei so Spielen, muss man immer zuerst kaputt gehen, um erstmal die Taktik vom Boss rauszufinden. Das ist ja die Scheiße. Aber wer weiß schon von Anfang an die Taktik ist, der schaut sich einen Guide vorher an. Was ich ja auch machen könnte. So, wo muss ich jetzt hin? Super. Jo, fängt das schon mal gut an. Keine Ahnung, wo ich draufschlagen soll, wenn ich ehrlich bin. Ah, cool. Natürlich sehr nice. Okay, hier ist ein Abgrund. Verdammt. Ja, super. Ja. Okay, er kriegt Schaden. Jetzt mal ein bisschen hier was umstellen. Oh, Bazooka haben wir noch eine. Das 100 haben wir keine, super. Nein, nein, nein! Oh. Hui. Ja, wie hätte ich denn da springen sollen? Das war viel zu schnell. Mit den Fäbeln, ey. Spasti. Ja, genau. Super. Problem ist, man kann den Boss nicht anvisieren. Bisschen doof. Muss ich also die Kamera hochdrehen, weil die Kamera ist ja so geil in dem Spiel. Irgendwie keine Energie. Kann das sein? Oh. Was? Was macht der? Hallo? Was will der jetzt mit seinem Fuß hier? Geh weg! Oh. Ja, komm! Ich bin ausgewichen, ey. Was willst denn du? Penner. Ja, das ist echt geil. Das ist... Oh. Ach, als Maul. Oh, wie toll. Das ist echt wieder super dufte. Bin jetzt schon begeistert. Ey, es ist so ein Scheiß mit dem Ausweichen, sag mal. Ich kann auch nichts dafür, dass ich so langsam bin. Jo. Das bringt überhaupt nichts. Ach komm schon. Ich glaube, das ist der erste Boss, wo ich mir auch einen Guide anschauen werde. Das ist mir echt zu blöd langsam. Was für ein Bescheuert, ey. Jo. Yeah.
Oh, die Musik nervt mich. So. Wow, das hat ja voll viel abgezogen. Okay. Okay. Gut, gut. Sieht doch schon mal gut aus. Oh, einen von vielen haben wir schon mal. Yeah. Concentration, Concentration. Ey, ich brauche unbedingt Gesundheit, ohne Spaß. Hab keine mehr. Hä? Was? Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Was machen die denn hier? Ey, ich habe mit denen so schon genug Probleme. Boah, was ist das? Gesundheit? Nein. Warum keine Gesundheit? Was ist das für ein Scheißstrahl, ey? Willst du mich verarschen? Komm, gib mir Gesundheit. Wieso krieg ich denn keine Gesundheit? Ey, ohne Spaß. Das ist sowas von unfair, dieser Scheißboss, ey. Das ist hammerhart.